Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Bausimulator 2015. Wir werden heute mal mit dem anderen neuen Bauauftrag, den wir hier bei dem neuesten DLC für den Bausimulator 2015 haben, mit dem Bauauftrag, und zwar dem Bau von dem modernen Einfamilienhaus, mit dem werden wir heute mal beginnen. Den haben wir schon seit längerer Zeit angenommen und ich würde sagen, da machen wir heute mal den ersten Bauabschnitt und vielleicht machen wir sogar erstmal den Bauauftrag komplett, bevor wir dann hier bei dem Bürogebäude weiterarbeiten werden. Ja, und bei der heutigen Folge, da wird es auch so eine kleine Premiere sozusagen geben. Und zwar werden wir heute mal eine Sache machen, die ich schon seit Ewigkeiten, seit langem hier in meinem Bausimulator vorhatte, die ich schon öfters auch mal angesprochen habe, was ich ja unbedingt hier mal machen wollte. Und zwar müssen wir jetzt hier als erstes bei diesem Bau von dem modernen Einfamilienhaus baggern. Da werden wir den Bagger hier einsetzen, den Mobilbagger. Den lassen wir auch gerade mal zur Baustelle liefern. Das müsste Baustelle 2 sein. Und vielleicht habe ich es auch irgendwie in der Videobeschreibung, beziehungsweise besser gesagt im Titel von dem Video auch schon irgendwie angedeutet, was ich vorhab. Und zwar werde ich heute das erste Mal hier im Bausimulator 2015 dieses auch besondere Feature, was es hier gibt, nutzen. Und zwar mit 2 Joysticks arbeiten. Also sozusagen so ein Bagger so ein bisschen so bedienen sozusagen wie in echt. Weil in echt hat man ja auch einen Bagger, wie auch hier, da und hier links und rechts jeweils einen Joystick mit den verschiedenen Funktionen, um halt den Bagger vollständig bedienen zu können. Mit Drehen, Arm ausfahren, Schaufel klappen und so weiter und so fort. Und da gibt es ja hier im Bausimulator halt diese Möglichkeit, 2 Joysticks zu nutzen. Und ich habe ja auch eigentlich 2 Joysticks. Und zwar einmal den Logitech Extreme 3D Pro, den ich ja hier für meine FSX Let's Plays zum Spielen vom FSX nutze, zum Fliegen dort. Und dann habe ich ja seit einiger Zeit auch das LS-Lenkrad von SciTech. Und da ist ja auf der Seitenkonsole auch so ein kleiner Joystick drauf. Und da habe ich mir gedacht, ich probiere es einfach mal aus, ob das möglich ist. Da habe ich mir jetzt kurz vor der Aufnahme mal angeschaut und dann, genau, mir das Ganze ein bisschen angeschaut, musste ein bisschen was an den Eingabegeräten ändern, an der Tastenbelegung, aber dann hat das Ganze auch wunderbar geklappt und jetzt, genau, kann ich hier mit den 2 Joysticks das Ganze hier bedienen. Und genau, ich habe das jetzt gerade vor der Aufnahme, keine Ahnung, vor 15, 20 Minuten das Ganze jetzt eingestellt, mir angeschaut. Also, genau, hab mir das echt alles ganz spontan jetzt hier angeschaut. Und, genau, muss jetzt mal gucken, wie das Ganze so läuft. Freue mich auf jeden Fall, dass es klappt. Wie gesagt, das war was ich lange vorhatte. Ich hatte es ja öfters auch mal angesprochen und so weiter. Und, jetzt können wir das Ganze hier mal austesten. Ich finde es halt echt eine coole Sache, weil das Ganze so echt realistisch macht. Das ist so, wie wenn man Bus-Simulator mit dem Lenkrad spielt oder halt LKW-Simulator mit dem Lenkrad fährt und dann so, so ist das Ganze jetzt hier. Wobei ich mich halt jetzt echt erstmal an die Steuerung komplett gewöhnen muss. Das ist komplett was Neues. Und ich habe jetzt, wie ihr seht, ja schon mal hier ein bisschen angefangen, den Bagger zu bewegen, zu bedienen. Und genau, ich probiere jetzt einfach mal hier reinzukommen in die Bedienung. So, ich stehe halt aber auch gerade, ich bin gerade echt verdammt ungünstig. Wir können die Erde nirgendwo abladen. Stellen wir uns doch mal so hin. Wobei, nee, warte mal, machen wir das anders. Ja, wir sind ja mobil mit unserem Mobilbagger unterwegs. So, fangen wir mal so an. Genau, und dann, genau, mache ich einfach mal weiter. Kann ich euch ja mal, so müssen wir das mal umschalten. Lade das Ganze mal aus. So, aber das erste hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Und dann kann ich euch ja mal kurz erklären, wie ich das gemacht habe. Also ich habe jetzt hier rechts von mir die Seitenkonsole, links den Joystick. Und, genau, ich habe das Ganze so, dass ich mit der Seitenkonsole, einmal jetzt gerade, wenn ich rechts und links das bewege, den Joystick, hier den Turm sozusagen drehe, so nennt man das ja, glaube ich, also halt den Hauptteil vom Bagger hoch und runter, dann geht der Hauptarm so hoch und runter, dann, das war alles hier, und dann mit dem Joystick zu mir ziehen, dann geht dieser erste, beziehungsweise der vordere Arm dann da vorne, so, ein bisschen absenken das Ganze. Ich denke mal, das sind echt auch so von der Position, dass das rechts halt die Steuerung so sind und links so. Ich weiß es nicht, ich bin noch nie Bagger gefahren, aber ich vermute es zumindest. So, und dann, genau, habe ich hier halt den Arm und, jetzt weiß ich, was ich noch ändern kann. Das können wir vielleicht gerade noch ändern. Genau, das ändern wir nämlich auch gerade noch. Das, weil ich habe es im Moment noch so, das können wir gerade noch ändern, das fällt mir gerade auf. Das ist ja so, ist es dann nämlich auch in echt und dann ist es wie in echt auch. Zumindest was ich meine, was ich so weiß. Also ich habe im Moment den Joystick so oft, wenn ich ihn auf der Stelle nach links und rechts bewege, mit der Schaufel klappen, aber das ist ja nicht so ganz realistisch. Realistisch wäre es anders. So, das machen wir gerade noch. So. Ich habe halt den Bagger dann individuell konfiguriert, weil von Standardeinstellungen war es jetzt nicht so, wie ich es nutzen wollte. Aber ich bin schon mal so von den ersten Bedienungen und so, bin ich schon mal recht zufrieden, wie es gelaufen ist.
So, und zwar ist es der, wo ist er denn, der Mobilbagger? Das müsste hier sein, genau. Schaufel einklappen, machen wir nach rechts und das nach links. So, ja, jetzt kann ich den Joystick nach links bewegen und dann geht die Schaufel auf und nach rechts geht sie zu. Mega nice. So, ich habe mich jetzt für das Ganze hier so rum entschieden. Wobei eigentlich kann ich, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich das so rumlasse oder vielleicht auch den Joystick wieder lieber in die rechte Hand nehme. Ich überlege gerade, vielleicht das doch wieder andersrum zu machen. Und die Hauptbedienung wie drehen und den Hauptarm zu bewegen. Den, weil den anderen Joystick beim Seitenlenkrad, der ist leider halt jetzt nicht so mega groß und so, deswegen ist er ein bisschen blöd zu greifen. Ist nicht so angenehm, den zu greifen. Also halt längere Zeit jetzt irgendwie so viel zu benutzen. So, und ich muss halt echt erstmal voll reinkommen. Ich glaube, wobei ich mich jetzt daran gewöhne. Das ist blöd, wenn ich mich da umstelle, wobei so viel Umstellung ist es ja dann auch nicht. Mal gucken, vielleicht werde ich es für die nächste Aufnahme, nächste Folge nochmal umstellen. Oder wisst ihr was? Genau, ich unterbreche kurz mal die Aufnahme, konfiguriere das Ganze nochmal um und dann mache ich mal andersrum weiter. So, ich muss mich halt aber echt auch erstmal komplett an diese Steuerung gewöhnen. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt hier ein bisschen reingekommen bin, ein paar Minuten hier gebaggert haben, dann soll das schon mal echt gut werden. Also ich unterbreche kurz und dann geht's gleich weiter. So Leute, es kann wieder weitergehen. Ich habe die Einstellung jetzt mal ein bisschen angepasst, das Ganze noch ein bisschen verändert. Und genau, habe jetzt rechts von mir den Logitech Extreme 3D Pro, mit dem ich jetzt halt das mache, was ich davor mit der Seitenkonsole gemacht habe. Das heißt zu drehen und so, und der ist eh dafür gedacht, in der rechten Hand zu halten. Deswegen war es eben auch ein bisschen unangenehm, irgendwie in der linken Hand zu halten, weil genau, da extra so eine Handablage, dass man mit der rechten Hand den bedient und der ist extra auch so geformt, eigentlich für eine Bedienung mit der rechten Hand. Und den anderen Joystick kann man individuell benutzen und genau, so sieht es, ist mega geil, das hättest du mal machen können jetzt hier. So, jetzt muss ich mich halt nur noch da reinarbeiten in das Ganze und dann können wir jetzt hier richtig realistisch baggern. So, jetzt müsste ich dann, jetzt kann man das ja auch noch irgendwie kombinieren, dass ich Schaufel einklappe. Ich kriege noch nicht so viel rein, das ist das Problem. Jetzt könnte ich auch irgendwie natürlich Schaufel einklappen, gleichzeitig den Arm zu mir bewegen und Schaufel ausklappen. Muss ich mal gucken. Jetzt muss ich kurz mal gucken, wenn ich die Schaufel einklappen will, muss ich so bewegen. Wenn ich den Arm zuziehe, das heißt, ich müsste das hier nach so unten rechts machen. Na ja, gut. Das ist alles jetzt halt Übung, Übung, Übung. Weiß nicht, vielleicht mache ich dann auch mal eine Folge, bagger ich mal kurz irgendwie ein bisschen so ohne eine, außerhalb von der Folge, um einfach mal da reinzukommen, bevor ich jetzt hier ewig die ganze Zeit rumgucke. Aber können wir erstmal bei den anfänglichen Versuchen hier zugucken. So, jetzt muss ich das zu mir ziehen. Die Schaufel gleichzeitig ein bisschen einklappen. So, naja, fast 100%, fast 100%, so. Das ist so gewöhnungsbedürftig noch. Ah, mega geil. Ich find's auch so geil, dass es funktioniert. Das freut mich so mega gerade, dass es klappt. So, ich frage mich auch, ob ich vielleicht halt einfach Euro-Steuerung nehmen könnte und dann wäre das vielleicht sogar so, wie ich es haben wollte. Man kann ja jetzt zwischen, ich habe im Moment noch Standardsteuerung ausgewählt. Man kann ja hier zwischen Euro-Steuerung und, ups, das ist falsch, so, und jetzt so ranziehen. Und Standardsteuerung. Ups, uiuiui. War nicht so ganz richtig. Zwischen Euro-Steuerung und Standardsteuerung auswählen. Ich weiß gar nicht, ob das dann vielleicht einen Unterschied gemacht hätte. So, nur das Erdegreifen ist noch ein bisschen schwierig. Stellen wir uns mal irgendwie weiter so hier hin, so, dass wir immer schön Geld auch irgendwie abladen können. Dann würde ich auch mal aus der Innensicht das Ganze machen. Das bietet sich ja jetzt hier auch super an, um es noch dann so schön realistisch zu machen. Vielleicht müsste halt irgendwie noch vielleicht die Joystick-Geschwindigkeit hier ein bisschen anders einstellen, weil der, wie seht, der klappt recht langsam und so weiter. Wenn ich den Joystick voll rüber bewege. So. Also den Arm voll ausfahren, den nach vorne klappen. So, und jetzt müsste ich eigentlich schön die Schaufel zu. Schaufel zu. Zu mir ziehen. Ja gut, das ist gerade ein bisschen blöd. Ich ziehe die einfach durch die Erde da unten entlang, obwohl die zugeklappt ist. Aber es ist trotzdem, funktioniert trotzdem im Bausimulator. So, und jetzt eigentlich einfach wegklappen und ausklappen. Ich finde, es klappt eigentlich schon mal ganz gut für die, ich meine, die ersten Baggerversuche. Also wenn ihr jetzt auch die Seitenkonsole habt, vielleicht sogar, und den Logitech Extreme 3D Pro, dann könnt ihr das ja so zusammen ausprobieren. Oder wie gesagt, wenn ihr natürlich auch einfach so zwei Joysticks habt, weiß ich, kann ja sein, vielleicht habt ihr ja einfach zwei Joysticks. Oder leiht euch von irgendjemand anderem mal einen Joystick aus, wenn ihr noch jemanden kennt, der einen hat. Dann könnt ihr das ja mal ausprobieren. Gut, das hätte ich eigentlich auch machen können.
von jemand anderem noch einen ausleihen können. Fällt mir auch jetzt gerade erst ein. Naja, egal. Aber ich habe es jetzt hier mit der Seitenkonsole machen können. Boah, das ist mega geil. So, also wenn man es dann kann. Gerade hier auch. Oh, jetzt, ja, wunderbar. Das sah doch schon mal schön aus. Genau, dann baggern wir hier mal noch weiter und dann können wir dann hier den Bauauftrag erstmal fertigstellen. Dann haben wir noch den Bauauftrag mit dem Bürogebäude, den können wir noch fertig machen und dann, genau, ist das Let's Play auch erstmal wieder pausiert sozusagen. Wobei, ich weiß nicht, ob es dann nochmal neue Folgen geben wird. Ich bin immer gespannt, ob es nochmal ein DLC geben wird. Ich gehe jetzt im Moment eher nicht davon aus. Ich hoffe ja, dass irgendwann mal ein neuer Bausimulator rauskommt, weil der ist ja mittlerweile schon ein bisschen, ja, sag mal, veraltet, in die Jahre gekommen. Ist ja 2015er Bausimulator, heißt ja 2015, ich meine, wir haben jetzt bald 2018. Und der Bausimulator ist ja, meine ich, auch Ende 2014 rausgekommen. Ist immer so, dass die ganzen Spiele, die Ende des Jahres rauskommen, dann schon das, den und die eine Jahresbezeichnung haben. Immer die Bezeichnung vom nächsten Jahr haben. Und ich meine, der ist irgendwie Ende von einem Jahr rausgekommen. Also wäre das ja dann dementsprechend Ende 2014. Damit ist er jetzt schon knapp 3 Jahre alt. Und genau, mittlerweile ist ja im Stand der Technik und so weiter einiges mehr möglich. Und da wäre es ja echt cool, wenn die da einen neuen Bausimulator irgendwie rausbringen können. Mit neuen, vielen coolen Features, neuen Fahrzeugen, noch besserer Grafik und so weiter. Das wäre echt mega geil. So. Ich finde es cool, dass das echt mit der Joystick-Unterstützung hier machbar ist und dass das jetzt auch so klappt. Dass es halt auch mit dem Joystick hier erkennbar ist an dem... Mit dem Joystick hier an der Seitenkonsole machbar ist. Ich glaube, es ist auch echt besser, dass ich jetzt so umgestellt habe auf die anderen... Andersrum nicht so, weil davor, das war doch irgendwie ein bisschen blöd von der Handhabung her, wie ich es davor angeordnet habe und so geht's voll gut. Also ist mit dem Logitech hier rechts und dem der Seitenkonsole links. Ich hatte nämlich mal die Seitenkonsole, glaube ich, irgendwann mal angeschlossen, um diesen Joystick einfach mal auszutesten und hatte den, glaube ich, mal im FSX auch irgendwie mal, ich weiß nicht, ob es Zufall war oder dass ich den FSX dann auf hatte und davor LS irgendwie was aufgenommen habe oder so und die Seitenkonsole dran hatte. Auf jeden Fall habe ich halt auch gesehen, dass man den Joystick halt auch im FSX nutzen kann. Ich weiß nicht, ob mir damals die Idee ist, weil es auch schon länger her. Aber genau, jetzt ist mir eigentlich ganz spontan. Ich nehme heute mal wieder ein bisschen Bausimulator auf. Und da ist mir ganz spontan eingefallen. Ja, das wolltest du schon immer mal ausprobieren und so. Und jetzt hast du ja diese 2 Joysticks da, dann mach das doch mal. Das kurz mal angetestet und hab halt. Erst hat es irgendwie nicht so ganz nicht geklappt. Und dann habe ich nochmal mir das Ganze angeguckt und so. Und dann habe ich halt in den Tastatureinstellungen halt. Beziehungsweise in den Spieleinstellungen von der Einstellung, wie ich mit was bedient wird, halt nochmal ein bisschen das Ganze umgestellt. Hab dann gesehen, gut, es wird alles erkannt, das passt so. Und dann, genau, ich hier angefangen, das so einzustellen und dann konnten wir schon direkt losbaggern. So, ist halt im Moment noch nicht so ganz ordentlich. Wir können ja mal ein bisschen wieder außen gucken. Genau, seht ihr mal ein bisschen den Bagger. Wobei ich von innen dann sogar jetzt mit der Steuerung so besser finde, zumindest auch jetzt so sich dran zu gewöhnen, aber es klappt auch so. So, ich muss leider die Schaufel noch ein bisschen unrealistisch gerade auffüllen. Ich weiß, es war gerade schon eher unrealistisch, wie ich jetzt aufgefüllt habe, aber ich will die halt auch mal jetzt irgendwie voll kriegen, nicht, dass wir jetzt ewig hier baggern. Aber es klappt schon gut, so. Ja, ich finde mit der Zeit, wenn man ein bisschen das macht, klappt es ja eigentlich schon mal ganz gut. So, schön zusammen, das vorziehen. Ja, es ist halt schon immer nochmal so ein Unterschied, wenn man sowas mit so Eingabegeräten so macht oder halt mit Tastatur. Gut, Tastatur ist ja auch ein Eingabegerät, aber halt mit sowas hier genauso wie wenn wir Bus-Simulator OMSI mit Lenkrad spielen oder in LS mit dem Lenkrad spielen. Ich habe es jetzt halt auch wieder bei dem Strohbergungs-Addon habe ich ja wieder sehr viel in LS jetzt mit dem Lenkrad gespielt, eigentlich hauptsächlich. Wohingegen zum Beispiel bei dem Forstwirtschaft ich ja dann nicht immer das Lenkrad komplett nutze, weil zum Beispiel, wenn wir da irgendwie mit den Forstfahrzeugen im Harvester unterwegs sind, da ist ja nicht so einfach, das Lenkrad da immer so gut zu benutzen, beziehungsweise weil ich dann auch viel mit der Maus halt mache, um den und wieder halt, da finde ich es halt irgendwie einfacher, sonst bei der Bedienung vom Harvester und so weiter, halt dann mit der Tastatur zu spielen und mal dann gleichzeitig noch die Maus zu bedienen für den Arm, weil da finde ich es ein bisschen kompliziert, den Joystick halt zu benutzen. Aber da habe ich halt wieder gemerkt, dann habe ich jetzt OMSI letztens wieder viel aufgenommen. Da wieder viel mit dem Lenkrad gespielt.
Gut, ich hatte jetzt auch einige Zeit halt eher weniger aufgenommen, weil ich nicht so viel Zeit hatte, aber jetzt habe ich wieder vor, mehr Videos zu machen, wieder aktiver zu werden auf dem Kanal. Also könnt ihr euch in Zukunft wieder auch mehr Videos auf jeden Fall einstellen. Zumindest habe ich das so vor und ich hoffe mal, das klappt auch so. Und genau, weil das jetzt vermehrt auch wieder gespielt und halt wieder auch wieder gemerkt, wie viel Spaß es macht, einfach mit dem Lenkrad dann zu spielen in OMSI, im LS. Genau, das sind ja die zwei Spiele, wo ich eigentlich das Lenkrad jetzt nutze. Andere habe ich ja gerade gar nicht an Projekten, wo ich es nutze. Und ja, es macht halt mega viel Spaß damit zu spielen. Also bin ich echt froh darüber, dass ich das machen kann. Ja, Leute, wir sind auch schon wieder am Ende von der Folge angekommen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge, genau, baggern wir mal fleißig weiter. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und dann, genau, gucken wir mal, wie es sonst in der nächsten Folge weitergehen wird. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt es auch, dass wir es mal ein bisschen anders machen. Gut, ich weiß, ihr merkt davon jetzt wahrscheinlich eher weniger, aber ich kann euch einfach mal meine Erfahrungen da schildern und so weiter. Und vielleicht könnt ihr es ja auch mal ausprobieren, also. Und vielleicht merkt ihr auch irgendwie einen Unterschied. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Außer vielleicht, dass ich jetzt nicht so schnell bagger wie sonst. Aber könnt ihr mal in den Kommentar schreiben, was ihr davon haltet. Also, ob es eine gute Idee ist oder ich lieber eine Tastatur weiterspielen soll. Und dann, genau, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es seid ihr wieder mit dabei. Also, bis dahin. Macht's gut, Leute. Haut rein. Euer Rhein-G1. Ciao.